Heute gibt's Wodka-Zitronen-Spaghetti. Die bestehen aus einer Handvoll Zutaten, aber vertraut mir, die werden wirklich richtig cool in diesem Gericht kombiniert. Ich mag die Pasta super gerne, weil sie super schnell gemacht ist und natürlich das Wichtige, super lecker. Ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß beim Zuschauen, eure Cook Brothers. Das ist jetzt schon wirklich der zeitintensivste Schritt. Also die Pasta geht, wie schon gesagt, super schnell. Ihr müsst jetzt einfach das Wasser nur zum Kochen bringen und eure Pasta dann drin kochen. Jetzt natürlich gut Salz reingeben, dass die Pasta auch einen guten Grundgeschmack hat. Und ich persönlich nutze heute Spaghetti, weil ich finde, dass es einfach am besten zu dem Gericht passt. Wasser kocht, das heißt, unsere Spaghetti können rein. Ich persönlich würde euch empfehlen, jetzt die Pasta nicht ganz durchzukochen, also quasi noch etwas vor al dente, weil wir dann quasi das dann nochmal schön durch die Soße ziehen mit dem Pastawasser und da gart dann die Pasta fertig. Die Pasta ist jetzt perfekt, deswegen kommt die jetzt vom Herd und wir heben uns noch ein bisschen was vom Pastawasser auf. Habe ich hier eine kleine Pfanne aufgestellt, jetzt kommen hier die Nudeln rein und gleich kommt auch noch ein bisschen Pastawasser hinzu. Pastawasser mit rein. Jetzt kommt hier unser Shot Wodka ran. Den gebe ich immer ganz gerne direkt am Anfang dazu. Da haben wir hier die ganze Flüssigkeit und da kommt gleich jetzt noch der Sauerrahm mit dran. Sauerrahm mit dran. Wenn der ein bisschen Hitze bekommt, wird er dann auch nochmal ein bisschen weicher. Einfach mit rein und mit der Zeit oder innerhalb von ein paar Minuten wird das zu einer richtig schön leckeren Soße. Wir sehen jetzt, wie sich hier eine richtig schöne Soße bildet und vor allem auch bindet. Und zwar natürlich durch die Stärke von der Pasta und weil wir nicht normales Wasser, sondern das Pastawasser genommen haben, haben wir hier gleich auch noch ein bisschen mehr Stärke drin. Wir können es jetzt noch ein bisschen kurz auf der Hitze lassen. Jetzt ist es noch, ich würde sagen, noch ein bisschen separat voneinander. Aber gleich wird das alles zu einer richtig schönen cremigen Soße, die sich schön um die Nudel legt. Wir können jetzt hier sehen, wie das zu einer richtig schönen cremigen Soße geworden ist. Das bleibt jetzt hier alles schön zusammen und hört mal. Wunderbar cremig. Ich persönlich würde jetzt noch mit ein bisschen Salz noch mit rangehen. Und auch, was ich persönlich sehr mag, ist natürlich etwas frisch gemahlener Pfeffer. Gibt dem Ganzen nochmal, ich würde sagen, eine Komplexität im Geschmack. Und schmeckt dann, sage ich mal, nicht ganz so flach. Jetzt ist es soweit, dass wir endlich anrichten können. Hier kommt die Pasta. Ich würde sagen, sieht richtig gut aus. Und ein was fehlt aber noch. Natürlich das, was ich für eine gute Pasta gehört. Noch ein bisschen Parmesan on top. Darf natürlich nie fehlen. Vielleicht wundert ihr euch, ich habe am Anfang von der Frische geredet. Und zwar kriegen wir die jetzt noch rein mit etwas Zitronenzeste, was das Ganze wirklich wunderbar abrundet. Passt auf, dass ihr wirklich nur den gelben Teil der Schale wegraspelt, sonst wird es bitter. Und einfach ein bisschen was drauf, auch nicht zu viel. Ich finde, wenn wir jetzt hier noch mit dem Saft rangehen würden, wäre es ein bisschen zu intensiv und deswegen einfach nur noch abrunden mit etwas Zitronenzeste. Und perfekt würde jetzt hierzu noch passen, eine kleine Locke Kaviar obendrauf. Gibt natürlich auch den günstigen, der würde auch wirklich hervorragend passen. Aber ich habe auch noch ein Glas, was ganz gut passen würde. Ich würde fast sogar sagen, dass es dem Kaviar schon wie ein bisschen ähnelt. Und zwar gehe ich jetzt hier mit ein paar Gourmetperlen noch oben drauf. Das ist quasi, müsst ihr euch vorstellen, vielleicht hat der ein oder andere, trinkt von euch gerne Bubble Tea. Von der Konsistenz her ist es wie diese Bubbles, die da unten drin sind. Die hier sind jetzt im Geschmack mit Zitrone, was dem Ganzen auch nochmal eine leichte Säure und Frische verleiht. Passt aus meiner Sicht hervorragend hierzu. Und ich würde sagen, jetzt können wir endlich mal probieren. Jetzt haben wir es hier. Ich würde sagen, kann sich doch wirklich sehen lassen für euch. Die Pasta hat mir ein guter Freund aus Österreich gezeigt. Liebe Grüße an Sascha, falls du gerade das Video hier siehst. Und ich bin schon richtig heiß zu probieren. Also, auf geht's. Das ist wirklich genial. Wie schon gesagt, eine leichte Frische mit dabei. Und diese Gourmetperlen kommen wirklich super, bringen nochmal eine schöne zitrische Note mit rein. Eine ganz, ganz leichte Süße und alles wirklich super rund. Wie ihr gesehen habt, es geht super schnell, wenige Zutaten. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal, eure Cook Brothers. Ciao!